Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Welle 1974 und hier ist es angedroht, Hypersports auf dem Famicom. Komm, lässt du mich mal machen hier? Brauchen wir nicht die Demo? Das können wir selber. So, auf geht's. Skeet, Tonturm schießen. Bin ich ja eigentlich nicht so untalentiert. So, eigentlich ist der Trick nach... Wenn die von rechts kommen, nach rechts zu schießen, kommen sie von links nach links zu schießen. Oder man kann sie auch mal eben kurz total blamieren. Boah, ist noch nicht mal Qualifizierung, ey. Boah. Erbärmlich. Erbärmlich. So, komm, Konzentration. Ja, so, und weiter. Alter, was mache ich denn hier? Muss doch eigentlich nur im Rhythmus bleiben. Den ich überhaupt nicht kann. Egal, ich bin erstmal weiter. Boah, Rhythmusgefühl gleich null. Rhythmusgefühl eines Deutschen in der Disco oder was? Ah! Boah, treff ich hier Scheiße, ey. Ich glaube, es sind Moorhühner, die mich gerade auslachen. Indiskutabel, aber egal, erstmal weiter. Aber ist natürlich eine zweite Runde, schaffe ich da nie. So, jetzt kommt schon Dreisprung, ne? Dreisprung ist a bitch. Das kann ich euch sagen. Tja. Also ungefähr 50, so 20 und dann 45, sonst kommt man nämlich nie im Leben an. Mache ich doch mal mit der 45-45. Weil irgendwie klappt das gar nicht. Wäre auch nicht besser gewesen. Egal, machen wir mal Tonturm schießen. Ja, ja, das habe ich gesehen. Ah. Brauch, Stufe B wahrscheinlich gar nicht ausprobieren bei meinen unglaublichen Skills. So. Da. Besser. Oh. Also auf der MSX-Version ist das Maximale, was man nun kam, 7900. Ich weiß, in der NES-Version bzw. in der Famicom-Version geht das wesentlich höher. Oh. Der Rhythmuswechsel klappt hier gar nicht von links nach rechts. Nee, dann muss ich mir deutlich einschießen. Das sieht nicht gut aus, Freunde. Oh, zack, 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 zack. Oh. Mein Gott. Ne. Also das sieht nicht gut aus. So, ein Sprung. Oder beziehungsweise drei Sprung. Na, seht ihr? Das ist das, was ich meine. Also entweder bin ich zu langsam. Da seht ihr? Das ist das, was ich meine. Da fehlt locker ein Meter. Und das habe ich ein paar Mal nicht verstanden. Ja. Passt.
Gut, der war auch sauber vom Brett, also besser geht auch nicht. Na komm, was wählt er? Na, das will ich mal selber wählen. Ich will damit nichts zu tun haben. Das sind, glaube ich, immer plus 5 hat er, glaube ich, irgendwie auf der MSX-Version immer gewählt. Ich muss was tun, ja? Ach, plus 2. Okay, das sollte machbar sein. So, ihr seht, ne? Die Mitte gibt 600. Wenn ihr in die Mitte trefft, 400 und ihr habt 8 Pfeile. Und eigentlich sollte man den Winkel mal so bei 5 halten. Und nicht bei 6. Auch zu lange. Reicht? Ja, reicht. Aber gut ist was anderes. Also 600 ist Maximum, also das heißt, man kann mit 8 Pfeilen 4800 erreichen. Ich glaube aber, hier gibt es auch wieder irgendwelche Boni, wenn ihr dann den Pfeil splittet und sowas. So, sollen wir erstmal gucken, dass wir jetzt hier mal ein bisschen Sicherheit in dieses Game kriegen. Weil ich weiß nicht, was als nächstes für eine Disziplin kommt. Ich glaube aber, hier gibt es Hochsprung, glaube ich. Und das kann ich euch sagen, ist auch so eine Disziplin, die damals auch nicht so wirklich Spaß gemacht hat. Na, ich halte mich. Na, wer der bei 5 wäre, wahrscheinlich Mitte. Na, egal, komm. Ja, mal schön, wenn wir so über die 3000 kommen. Ah, besser. So muss das sein. Ja. Dann muss aber gleich mal Bullseye treffen. Komm. Ah. Das wäre jetzt ideal gewesen, aber natürlich auch wieder verzogen. Ja, zu früh. Zu früh, die Nerven. Zu lang. Ja. Yes! Besser. Besser. So, was kommt denn als Nummer 4? Hochsprung! Ja. Ja, das ist genauso, wie ich es kenne. Sanft einmal drücken, dann geht er sozusagen in den Flop, sag ich mal einfach. Und dann von da aus nach unten drücken. Alter, was mache ich denn hier? Ich spring viel zu früh. Ja. Nein! Fuck! Im Ansatz okay, aber ich glaube, ich hätte noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit gebraucht. Egal, dann machen wir nur noch eine Runde. Jetzt weiß ich gar nicht, ob nach Hochsprung dann auch schon wieder Finale ist. So. Boah. Meine Güte, schieß ich scheiße. Indiskutabel. Indiskutabel. Da, zack, 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 zack. Du musst einfach nur im Rhythmus bleiben. Das ist gar nicht schwierig. Unglaublich.
Ah. Da, das geht gerade mal so gut. Ich sehe, immerhin haben sie es fair gemacht. Das heißt, wenn du aus dem System raus bist, ist es nicht so, dass du dann, was weiß ich, die nächsten 3, 4, 5 treffen musst. So war es nicht. Das war doch jetzt gar nicht so schlecht abgesprungen, oder? Na, wird doch gehen. Verstehe ich nicht ganz. Verstehe ich nicht ganz. Der war doch auch gar nicht so schlecht. Einmal noch. Wenn ich dann jetzt wieder auf die Fresse kriege, Pech gehabt. Immer an der gleichen Stelle. Immerhin schon mal sicher drin. Verstehe ich nicht. Ah, zack, 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 zack. Scheiße. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Es war super und dann kam wieder der Fehler. Es ist wirklich wie ein Rhythmusspiel. So, wo kommt der Rote? Nein! Egal, war aber auf jeden Fall gut, habt ihr gesehen. Habe ich nur einen versemmelt und zwar den Schluss. So, jetzt nochmal. Oh. So nicht. Scheiße! Oder ist das irgendeine Logik, dass du über 12 cm sein musst? Ja, das scheint so zu sein. Muss eine andere Geschwindigkeit haben. Das hat weniger was mit dem Winkel zu tun. Muss hier ein bisschen mehr mit Map Power anlaufen. Und der war schon wieder zu weit. Naja. Machen wir noch einen. Jetzt sind wir bei 14 Minuten. Können wir noch einen Versuch machen. Ja, muss auf jeden Fall super schnell anlaufen. So. Auf geht's. Noch einmal. Skeet. Sieht, glaube ich, nicht so aus, dass ihr das Game, glaube ich, komplett seht. Na, komm. Ah. Scheiße. Diese unnützen Fehler, diese Unforced Errors, das ist unglaublich. Das muss überhaupt nicht sein. Ja, und natürlich wieder raus. Ja, du mir auch. Und trotzdem gleich, ne? Man kann diese Bonusdinger ausgleichen. Natürlich nicht die roten, das UFO. Das kann man nicht ausgleichen.
So. Nein! Immer diese dämlichen Fehler. Immer diese dämlichen Fehler. Meine Güte, ist das schlecht. Na ja, gut, da brauche ich gar nichts machen. Blip. So, erstmal brauche ich eine entsprechende Geschwindigkeit. Ja, brauchst du nichts tun. Also unter 1200 wird das nichts mit einem Dreisprung. Das finde ich schon wieder ganz toll. Da kannst du das 30 mal verlängern, das bringt nichts. Komm, es soll nicht sein. Ich gebe in Verzweiflung auf. Erstmal. Wobei ich das sicherlich nochmal ausprobieren werde, der kennt mich dafür. Das war Hypersports auf dem Famicom und nach meiner Meinung eine richtig gute Version, auch wenn ich da jetzt irgendwie nicht so wirklich weit komme. Wir können ja mal gucken, ob die Demo vielleicht mal uns noch was zeigt, was es außer Hochsprung gibt. Ansonsten, ja, war Hochsprung das Finale. Vielleicht mache ich mal irgendwie was Lustiges. Ich mache mal vielleicht ein Einzelvideo von den Disziplinen. Es gibt ja nur Schwimmen nicht auf dem MSX, sonst gibt's ja da alles. Tatsächlich, da geht das durch. So. Also doch, mit 45 geht es. Mit 45 und perfekt abgesprungen. Also genauso wie immer. So, mal gucken. Zeigt er jetzt was anderes oder zeigt er das Gleiche? Ja, zeigt er das Gleiche. Ist egal. Was soll man machen? Ich bin euer Mr. Wende 1974 und denkt dran, ne? Könnt ihr auch gerne mal solche Videos machen. Ich bin euer Mr. Wende 1974 und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.